Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls und ich sollte echt immer abwarten, bis das ganze Ding hier läuft, weil die Aufnahme irgendwie dann spinnt. Ja, Let's Play Dark Souls Part 28 müsste das jetzt sein. 27, 28, 29, so um Dreh auf jeden Fall. Ich bin hier, ich habe Pfeile, aber ach so, ich habe auch was vergessen. Aber ich werde mich jetzt zurückmachen, weil ich ja von Ari oder ja von Ari und von Slev ein paar Tipps bekommen habe wegen der zweiten Glocke, deswegen werde ich mich zurückmachen und die Viecher sind mir eh zu stark und die kosten sowieso zu viel Nerven. Und weil die zu viel Nerven kosten, wo bin ich denn hier eigentlich? Habe ich heute jemanden mir eingeladen, mehr oder weniger. Das war jetzt mehr so, ja, mehr oder weniger spontan. Oh, hier sind gerade welche. Und wir wollen heute mal den Koop-Modus quasi, also ja, wir wollen uns herbei beschwören und hassen nicht gesehen und quasi das zu zweit spielen. Deswegen ist der gute Crimey Pfeiffer da in Einen den wunderschönen. Hi, in den Kommentaren als Crimo Games. Ja, Ja, genau. sollte den einen oder anderen schon was sagen. Ja, und ich mache mich gerade hier zurück zum Dingens, zu dem Leuchtfeuer, wo der Schmied ist. Du hast dir ja den Part angeguckt nochmal, ne? Den Part 10. Ja, habe ich Ich genau. hab's vergessen. Muss ich ehrlich sagen. Ich hatte anderweitig zu tun. Okay, wir könnten uns auch an einem anderen Leuchtfeuer treffen, was näher gelegen wäre. Part 10 verweist nämlich auf eine Tür, die du zugelassen hast. Ja, Tür habe ich auch noch gelesen. Das steht auch in dem Ja. Kommentar drin, aber das habe ich vollkommen irgendwie, ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, welche Tür. Oh Gott. Ja, ich schon, weil ich nehme ja im Gegensatz zu dir nicht auf. Das heißt, ich kann auch 10-mal sterben, alles ist gut bei mir sozusagen. Ja, noch nicht nimmst du auf. Und Noch nicht. ich, na doch, ich nehme jetzt auch schon Ach so, mittlerweile okay. auf. Also. Ja, Jetzt mal, wo damit. ich bei dir zu Besuch bin, dachte ich, ja, ich habe mehr Zeit zum Erkunden gehabt, weil mich ja kein Let's Play vorantreibt in dem Sinne. Das ist richtig. Und die besagte Tür habe ich zum Beispiel bei mir schon geöffnet und da erwartet dich so einiges. Ich will dich aber nicht spoilern. Ja, ich glaube, das ist die Schandstadt, ne? Nee, die kommt Ach woanders. so. Oder Ja, es ist das. vielleicht ein Weg, also du hast ja selbst mit den Fahrstühlen gemerkt, hier ist sowieso alles miteinander verbunden. Ja, Klubsch meinte, glaube ich, in den Kommentaren viel Spaß in Schandstadt. Deswegen habe ich Oh das so ja. als kleinen, weiß Ja, nicht. da war ich auch schon. Ich habe da mal einen Abstecher Ja, gemacht und hast du ja erzählt, ja, das scheint lustig zu sein. Ja, Katakomben ja. wären auch lustig. Also freu dich mal da drauf. Ja, ich habe dein Let's Play gesehen, Das du, wie du ist. mit aller Mühe Not heute gerade mal die Folge 24? 24, glaube ich, war das, wie du da mit aller Mühe Not das Leuchtfeuer berühren Ah, konntest. das war ja auch Rettung in letzter Sekunde, echt. Nee, Weißt du fünf. mittlerweile, warum du 10 Estus-Flakons hast statt nur 5 an Ja, manchen das wurde Stellen, mir ja? gesagt, ja. Weil ich, oder ich kann bei den Leuchtfeuern dann mit einer Menschlichkeit das Ding entzünden und dann kriege ich dann 10. Genau, aber das geht nur, wenn du Mensch bist. Das heißt, du brauchst immer halt zweimal Menschlichkeit, Ja, ne? genau. Ist total witzig. Aber Ich hoffe, das. du stirbst unterwegs übrigens nicht, ne? Ja, ich hoffe auch gerade. Ja. Wir Also sind. eigentlich wäre sogar das andere Leuchtfeuer noch besser gewesen, das, wo diese Leiter ist, die hoch zu dem Drachen führt. Falls du weißt, welches ich jetzt meine, in der Zum Untotenstadt. Drachen, ja. Ja, aber jetzt warte ich hier auf dich. Oder wir treffen uns da, je nachdem. Oh Gott, sicher. Ich habe gerade drei Skelette hier am Arsch. Und ich bin runtergefallen. Aber ich lebe. Ach so. Ich bin nicht tief gefallen, keine Angst. Aha. Ne, Ich ich bin auch bin. noch gespannt, wie das Ganze funktioniert mit dem Ja, Beschwören. hast du genug Menschlichkeit? Du musst dich ja. Einer von uns muss ja menschlich sein. Ja, Okay, ich okay. hab nämlich keine. Du bist ja wie üblich super vorbereitet. Super, Ja, nee, ja. warte, ich guck mal. Ich habe Menschlichkeit einmal und ich habe Doppelmenschlichkeit. und ich brauche halt. Ich muss, glaube ich. Das hat mir ja hier Unk, beziehungsweise Zunker, bei Facebook ein bisschen erklärt. In Nachrichten. Private Nachrichten. Und der hat uns so ein bisschen erklärt, also deswegen habe ich so leicht eine Ahnung, wie es geht. Ich muss ja den Speckstein irgendwie hinpacken. Und du musstest dann an der, also wo man es dann abmachen halt, an der Stelle dann irgendwas finden. So ein Blutfleck oder sowas. Und So dann. eine weiße Markierung, ich Ja, habe die schon öfter gesehen. und dann kannst du Ja. mich halt beschwören, Aber jetzt ist die Frage, also ich muss dafür menschlich sein, ja? ja. Ja, ich muss aber nicht menschlich sein. Also dann, der Beschworene. Ist dann scheißegal, ob der menschlich ist oder nicht. Aber wenn ich dich in meine Welt beschwöre,
Ich weiß nicht, also ich kann dir dann helfen. Ich glaube, wir machen dann bei dir weiter und ich muss das trotzdem machen, glaube Ja, deswegen, aber du hast gar keine Menschlichkeit, also bringt das alles sowieso nichts, wenn du mich ja nicht beschwören Ja, kannst. so, egal. Machen wir bei dir halt. Mir doch egal. Okay. ich suche gerade, wie man hier. Dann kann ich das zur Not dann nochmal extra machen. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja mehr oder weniger jetzt auch ein kleines Special. Mehr Ja, oder wir wollen vor weniger. allem das mit dem Korb ausprobieren. Was mir Sorgen macht, ist der Gedanke, wenn ich sterbe, verliere ich meine Menschlichkeit, ne? Ja. Ja. Aber. Ah, gut, ich weiß nicht, wie das genau läuft. Das größte Problem, also das wäre jetzt nicht mal das größte Problem irgendwie, sondern eher, dass du dann von den Geistern dann verfolgt werden kannst. Das würde mir mehr Sorgen machen. Das. Naja, ich habe schon mal einen zu Besuch gehabt bei mir. Das war Echt? ein Böser irgendwie. Also, er ist einfach eingedrungen und hat mich gejagt und mich niedergemacht. Ja, das ist ja ein. Also es gibt ja Rachegeister, die roten, glaube ich, und die blauen, die nicht ganz so schlimm sind. Die Er war halt. rot. Ach, hast du Und schon ich hatte. gesündigt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß aber auch gar nicht, wie man hier sündigen kann. Also. Na, wenn du NPCs tötest oder so. Nee, habe ich Ich nicht. habe schon ihn getötet. Ach so. Nee, ich habe. Hab aber auch hier zum Beispiel in meinem Inventar geborstener roter Augapfel für Invasion einer anderen Welt. Okay. Und ich glaube, wenn man das benutzt, ist man auch so ein böser Geist. Ich bin mir nicht Ach sicher. so. Das wäre cool, ja. Na gut, das muss ja irgendwie klappen, ne? Also, du musst Hier ja ist er, irgendwie. ich kann mal kurz bei mir das mal aufrufen. Hier, Invasion einer anderen Welt. Hüllen können das Objekt nicht benutzen. Besiege den Herrscher der Welt, in die du eingedrungen bist. Ah ja. Mit der Herrscher der Welt ist ja vielleicht der andere Spieler gemeint, ne? Hier habe ich euch irgendwie einen leuchtenden Kreis da. Den habe ich auch schon mal gesehen. So. Aber was der macht, keine Komisch. Ahnung. Ich bin gerade in der Kathedrale drin. Kathedrale. Jetzt muss ich. Ach, da oben bist du. Ja, ja, ich komme ja nicht so günstig jetzt mehr zu dem Drachen, weil ich bin ja so doof gewesen und habe das Tor zugemacht das letzte Mal. Gut, die Folgen kenne ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Na, das war, weiß nicht, Part 15 oder so? Oder war ich mich so? Also noch vor den Vor Gargoyles. Da habe ich ja das, Tor zugemacht. wo das Wildschwein da ist. Das hast du aufgemacht, oder? Nee, das habe ich zugemacht. Das heißt, ach, das kann man wieder zumachen. Ja, wenn du da durchgehst, ist links ein Hebel da. Ja, den habe ich genommen, um es aufzumachen und habe es aufgelassen, aber ich habe das Wildschwein noch umgebracht, Nee, ich also. nicht. Bei mir ist das Bildschirm immer noch da. Von daher, na. Ja, ich habe mich so ein bisschen da in So. den Säulengang versteckt Ach und. so. Ich muss ja die Ausrüstung wechseln, weil mir wurde gesagt, das Schild, das Gargoyle-Schild ist scheiße. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, was die Werte bedeuten. Du kannst, ich könnte jetzt so, ich habe ein bisschen Zeit gehabt, ne? Du kannst mit, was ist es bei dir? Backtaste ist bei mir Gestenmenü. linker Stick reindrücken, weil ich habe einen Speedlink PlayStation Controller, mit dem spiele ich das Ganze zurzeit. Ey, die Backtaste ist bei mir das Gestenmenü. Ja, wenn du in deinem Objekten bist, in deinem Inventar. Ach nee, warte mal, jetzt muss ich jetzt überlegen. Ach so. Ach nee, hier mit X Anzeige umschalten, so rum war das, ja Anzeige genau. umschalten, ja. Und dann kannst du, wenn du dir die einzelnen Attribute anzeigen lässt, kannst du mit der Backtaste auch die durchlesen, was die erhöhen. Naja. So ist das halt mit so einem echten Spiel, wa? Wird einem nichts geschenkt. Das ist man ja gar nicht mehr gewohnt, ey. Das ist Aber viel zu deswegen ist viel. es ja so, deswegen macht es so Spaß. Ja, das stimmt. Also, Ist der Fernseher gerade zu laut oder geht das? ach nö, es geht. Gut. Wo bist du denn gerade jetzt? Also wo Ich stehe direkt? am Leuchtfeuer direkt. Direkt am Leuchtfeuer. Das ist hier unten. Okay, dann gehe ich da jetzt hin und Ja. schmeiß da mal einen Speckstein hin. Okay, dann werde ich mal Menschlichkeit jetzt erstmal machen. Die Sag Frage das. ist halt, ja, nee, mach nur, mach nur. Hinterlässt ein Rufsymbol, ja. Wieso kann ich das nicht benutzen? Weil das. Was? Ich Nee, kann. warte mal, dann. Warte, Wie jetzt? ich kann das Ding nicht benutzen. Ich kann den Spektor nicht benutzen. Ja, ich auch gerade nicht. Vielleicht geht es einfach am Leuchtfeuer nicht. Warte. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ansonsten. Achso, ich muss überhaupt auf die Uhr schauen, Ja. ey. Okay. Wir Ist haben schon wieder Fahrt 10, um? nee, 10 Minuten um. Haben noch 5 Minuten. Ansonsten machen wir dann nur Zwischenpause. Wenn es jetzt hier nach mehrmaligen Klappen nicht geht, dann lesen wir es einfach nach. Von daher passt das auch schon. So, ich gehe mal ein Stück weiter weg jetzt. Bin jetzt draußen. Da kann ich es auch nicht nehmen. Also, Auch dafür muss ich nicht menschlich sein, oder? Um das Ding hinzupacken?
Das wäre ja. Ich mache erstmal bei mir Menschlichkeit jetzt hier. Aushöhlung umkehren. Da sitzt gerade einer, bist du das? Nee. Nee, das ist doch nicht deine Rüstung. Ja, ich habe die komische Elite-Rüstung da aus dem Wald. So, geil. Die halt auch ein bisschen schwerer ist, aber. Aber besser abhält. Ja. Naja, es ist halt, ja, wie du halt am besten spielen kannst, wo ist halt der Tenor war irgendwie, dass du am besten ganz leichte Rüstung anziehst, weil du dich am besten rollen kannst und so und schneller unterwegs bist. Ja, aber ich komme momentan mit dem schweren Zeug eigentlich recht gut zurecht, finde ich. Jetzt habe ich einen Geist gesehen. Irgendwie ist gerade der Controller abgestürzt, ist ja auch geil. Wie ist das möglich? Jetzt habe ich übrigens wieder 10 Estus Flacus, Flacon. Hast du das entfachtes Leuchtfeuer? Weiß ich nicht. Kann sein. Oder es ist eins, was schon vorher entfacht war. Ah, jetzt kann ich es benutzen. Oh, jetzt habe ich es einfach schon benutzt. Was? Das Rufsymbol. An der Treppe bin ich. An der Treppe nach unten oder nach oben? Nee, quasi ganz draußen, wenn du den, also ganz nach oben gehst, dann den langen Gang und dann zum Eingang zur Kathedrale, so. Okay. Das war auch ein bisschen kompliziert erklärt. Das ist aber echt schon ganz schön ein ganz schönes Stück weg, wa? Ja, naja, genau. Also oft auf dem Gang, da konnte ich es nicht nehmen. Okay, ich bin mal auf dem Weg hin. Ich renne, ich bin menschlich. Ich hoffe, es wird. Ansonsten, naja, ist die Folge eh fast vorbei. Ja, mein... So, okay, ich bin schon draußen bei den, bin schon bei den Untoten oben und habe dein Symbol nicht gesehen. Direkt in der, bei den Untoten, genau. Vor der Treppe. Ich bring die mal kurz um. Da siehst du, also die, wenn du direkt zur Kathedrale reinschaust, wenn du vor der Brücke, vor der Treppe stehst, musst du eigentlich dann nach unten schauen, da siehst du es eigentlich direkt, also auf dem Boden. Da müsstest du eigentlich sehen. Ist doch komisch. Das ist halt Dark Souls zwar, aber ich sehe es echt nicht. Vielleicht ist nichts. Vielleicht musst du mal einloggen, nochmal neu. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt auch prüfen schon. Prüfen? Ich kann es aufheben. Also Rufsymbol wieder aufheben oder halt abbrechen. Warte, ich mach mal, ich lade mal neu. Ja. Ja, das, es gibt, glaube ich, Systeme bei Dark Souls, die durchaus hätten verbessert werden können. Ja, mal gucken, Dark Souls 2, ne? Wenn es nicht zu einfach wird. Ja, also jetzt bin ich mal wieder geladen. Stehe ich trotzdem hier. Keiner da. Ich setze mich einfach nochmal ins Leuchtfeuer, dann wird es ja auch die Welt, glaube ich, neu geladen, irgendwie sowas, ne? Die Gegner stehen dann jedenfalls da. Die Gegner stehen dann wieder da, ne? Ja, ist jetzt die Frage, wenn ich das Ding jetzt wieder aufhebe, weiß ich halt nicht, ob ich so einen Speckstein noch habe. Ne? Ah, ich habe doch. Ja, der wird nicht aufgehoben, ja. Okay. Der wird nicht zerstört, genau wie der Orangene zum Nachrichtenschreiben, irgendwie so. Okay, dann kann ich den jetzt nochmal hinsetzen. Ach so, und da geht das andere weg, schade. Ich dachte, ich könnte das Ding jetzt hier voll pflastern mit meinem Namen. Das ist ja schade. Ich würde es ja eher ein bisschen ätzend gerade nennen. Oh, da will man echt mal zusammenspielen echt, und dann. Zusammenspiel hier verwehrt, ey. Was ist los? Das meinte ich. Das hätten sie wenigstens noch irgendwie. Ich meine, wir haben uns ja in der Live-Liste, wir haben uns in der Steam-Liste. Das stimmt, aber, ja. Aber das brauchst du alles gar nicht. Das hätten wir jetzt auch gerade ein. Ja, aber. So, ich töte einfach noch paar Krieger hier. Oder was weiß ich, was das ist. Ja. Kann ich ja noch ein bisschen Seelen sammeln. Hab ich ja lustige nötig. Mal deine Zuschauer, damit die auch was haben. Hab ich ja nötig, so sehe. Oh Gott. Was denn jetzt? Ach, jetzt trinkt er. Nee, jetzt kann ich auch ein Symbolspeckstellen setzen. Hä? So, warte mal, ich beschwöre jetzt auch mal hier. Na, du kannst, glaube ich. Also, ich kann zumindest nicht beitreten, aber vielleicht sehe ich es ja. Es ist jetzt. Wenn man zwischen den beiden Treppen steht, der von unten und der nach oben zur Kathedrale rein, ein Stück weiter links. Naja. Wenn man zwischen den beiden Treppen steht. Kannst dir schlecht zeigen. Wieso denn nicht? wenn man... Wo? Du stehst jetzt bei der Kathedrale. Also, ich stehe vor der Kathedrale. Ja. Wo die drei Untoten waren. Genau. Und da steht einer rechts mit Pfeil, mit einer Armbrust, meine ich, und zwei links. Und da, wo die zwei links waren, da habe ich mein Symbol gesetzt. Okay, ja, da liegt meins auch ungefähr. Ach, toll. Warte, ich habe hier Nachricht lesen, aber... Ja, brauchst Menschlichkeit... Ja, toll. Aber das ist. Weiß ich nicht, da steht auch eine Nachricht springen. Ne, Flügelwesen. Letztes Mal stand da an der Mauer springen.
sag ich mal. Ja, das habe ich gesehen, hast du versucht. Ja, das hat nicht geklappt. Ich würde es auch nicht lassen, weil das sieht hier unten nicht so freundlich aus. Ich wollte es trotzdem mal versuchen. Oh, da hat gerade Skype gebimmelt. Ach toll. Oh, Sunny, ey. Jedes Mal dasselbe. Okay, naja, dann machen wir erstmal kurz eine Pause, weil ja, genau. 15 Minuten sind eh vorbei und die Porns werden ja eh immer hundslang. Und ich sehe gerade, dass meine Framerate irgendwie in den Keller geht. Ja, ich muss mal gucken, irgendwas ausstellen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal und dann beschwören wir uns. Versprochen. Okay, bis dann. Ciao. Macht's gut.